Musikvideos sind in den großen Videoportalen der Renner schlechthin, kann man wirklich so sagen. Einige davon werden mehrere Millionen Mal angeschaut und das völlig legal, denn YouTube und einige andere große Portale haben offizielle Vereinbarungen mit der Musikindustrie. Die Labels werden an den Werbeerlösen beteiligt. Kein Wunder also, dass man auf YouTube mittlerweile Millionen von Musiktiteln finden kann. Zumindest bei den aktuellen ist es wirklich gar kein Problem mehr. Eins dürfte allerdings auch klar sein. Normalerweise hört man sich vielleicht ein oder zwei Musiktitel auf YouTube an, schaut sich die Videos an, zum Beispiel von seinem Lieblingskünstler oder wenn man einen Ohrwurm unbedingt nochmal in kompletter Länge hören und sehen möchte. Wer aber einfach nur Musik hören möchte, zum Beispiel als Berieselung am Arbeitsplatz, für den sind diese Musikvideos hier in YouTube natürlich nicht ganz so praktisch, weil ein bisschen frickelig. Unpraktisch, das fand auch David Nelson, ein 15-jähriger Amerikaner, der eine wirklich gute, einfache Idee hatte und damit überzeugen konnte. Das hier ist David Nelson, wie gesagt ein 15-jähriger, und dieser David Nelson, der hat einen eigenen Musikplayer entwickelt, programmiert für den PC. Und dieser Musikplayer, der schafft es, dass ich kostenlos Millionen von Songs auf meinem PC anhören kann. Und so sieht der Musikplayer aus. Ein bisschen schwarz, ein bisschen düster vielleicht, aber einfach zu bedienen. Und hier kann ich Millionen von Songs einfach suchen nach Titeln oder Künstlern und diese Songs dann per Mausklick einfach abspielen. Und das Schicke an der ganzen Sache ist, ich kann mir hier individuelle Playlisten anlegen und das sorgt dann am Ende für stundenlangen Hörgenuss. Auf dieser Webseite kann man sich den Player kostenlos besorgen unter www.music.com. Bitte die ungewöhnliche Schreibweise von Music beachten. Im Augenblick gibt es den Music Player allerdings nur für Windows-Rechner. Andere sind aber in Vorbereitung. Die Auswahl an Songs ist riesig. Es stehen mehrere Millionen Titel zur Auswahl. Per Mausklick lässt sich jeder Song in die Playlist aufnehmen und die Titel in der Playlist werden in der Reihe nach abgespielt, so wie man das von MP3-Playern her kennt. Wer seine Wohnung per WLAN vernetzt hat, der kann die Musik natürlich auch auf der heimischen HiFi-Anlage anhören. Das machen heute immer mehr Musikfans. Zwei Nachteile will ich hier aber auch mal ansprechen. Erster Nachteil, ganz klar, viele YouTube-Videos haben, vorsichtig formuliert, nicht unbedingt eine gute Tonqualität. Und der zweite Nachteil, man kann die Musik nicht ohne weiteres auf einen MP3-Player kopieren und mitnehmen. Schade. Ist das Ganze aber legal? Diese Frage stellen sich natürlich viele. Das wollte auch Google wissen. Als Betreiber von YouTube hat das Ganze juristisch prüfen lassen und gesagt, ja, das ist legal, und hat dem Autor hier auf der Webseite grünes Licht gegeben und sogar zu seiner guten Idee gratuliert. Also mir gefällt dieser Music Player wirklich außerordentlich gut. Nun hat aber nicht jeder einen Windows-Rechner. Der ein oder andere surft mit Macintosh oder Linux und kann dann auf Webseiten zurückgreifen, die ein ganz ähnliches Prinzip bedienen. Auch hier kann man kostenlos Musik im Internet anhören. Es gibt einige Webseiten, die ganz ähnlich funktionieren, etwa Screamer, Spool.fm, Fickwill oder Songsa. Auch diese Portale nutzen im Wesentlichen die bei YouTube gespeicherten Musiktitel und spielen sie einfach ab. Sie streamen sie, wie Fachleute sagen, weil man die Musik hört, nicht herunterlädt. Das Schöne dabei, hier kann man die Musik auch gleich bewerten oder mit anderen diskutieren. Ob man lieber solche Webseiten nutzt oder einen eigenständigen Player wie den Music Player, das muss natürlich jeder selbst wissen. Also mir gefällt der Player besser, ist einfach ein bisschen komfortabler. Wenn Sie mehr zu diesem spannenden Thema wissen wollen, dann surfen Sie am besten auf unserer Homepage vorbei. Dort gibt es mehr Infos und Links zum Anklicken, wie immer unter www.aktuellestunde.de.